Hallo, da bin ich wieder zurück mit einem neuen Video. Auf das Video heute freue ich mich total, weil ich die schon länger hier im Blick habe. Das sind die Barbie Color Reveal Sand und Strand. Keine Ahnung, wie die Serie heißt. Sie heißt irgendwas mit Sand und... Warte mal, was steht da? Sand und... Guck mal, da steht auch nur Sand und... Es hatte keinen weiteren Platz mehr. Ich glaube, Sand und Palmen oder Sand und Strand. Mann, weiß ich doch nicht. Es ist auf jeden Fall die ganz aktuelle Serie von den Color Reveals. Oh, da verändert sich die Haarfarbe im Wasser, also bei Kälte und Wärme. Kann man die denn auch kalt-nass machen? Oder soll ich sie dann einfach nur in den Kühlschrank stecken? Muss ich nochmal überlegen. Das, was ich an diesem Video auf jeden Fall so cool fand, also worauf ich so persönlich total Bock hatte, war, dass ich mir nämlich drei von diesen Tuben hier gekauft habe. Das sind ja die großen Barbies. Und ich habe mir dann noch eine von den Chelseas geholt. Wenn ihr mein Neuheiten-Video gesehen habt, wo ich hier die ganzen Sachen ausgepackt habe, dann wisst ihr das ja schon, was ich vorhabe. Und auch noch ein Baby. Und ich möchte gerne Schwestern finden, natürlich. Im besten Falle finden wir das Baby passend zur Chelsea. Und dann auch noch eine passende Schwester. Ich meine, das wäre natürlich der Oberhammer. Ist aber sehr unwahrscheinlich, dass das wirklich klappt. Weil ich glaube, es gibt insgesamt... Ja, das war weg. Huch, wo finde ich denn das? Ich glaube, 6 Stück. Nee, 5 Stück. Also hier unten sind 5 abgebildet. Und ich meine, wenn da 5 abgebildet sind, dann müssen ja hier auch 5 sein. Ich zähle mal kurz. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, okay. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir da was doppelt kriegen, ist leider auch gegeben. Gerade wenn ich jetzt 3 habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas Doppeltes bei ist. Also drückt mir die Daumen, dass es heute gut klappt, dass ich wirklich unterschiedliche bekomme. Erstmal gibt es hier oben in der Ecke noch ein Hashtag-Werbung, weil wir ja wieder bei einer Marke sprechen. Ich habe mir das selbst gekauft, aber ne, ihr wisst ja Bescheid. Eine Marke heißt immer gleich Werbung für irgendwas. Wie auch immer. Wir schalten einfach mal runter und legen los. Hier habe ich mir schon die Kleine hingelegt. Nicht die Kleine, sondern das Baby. Nicht die Mama! Und hier ist irgendwie noch was Besonderes mit dabei. Ist das eine kleine Badewanne eventuell? Ach, Jemini, das heißt, ich muss ja gleich insgesamt 5-mal aufstehen und Wasser holen. Oh nein, nein, meine Spüle ist voll. Ich habe gerade Kuchen gebacken, da steht alles. Okay, da muss ich erstmal, eigentlich muss ich erstmal Wäsche machen. Wäsche, genau. Abwasch machen. Egal, ich tue erstmal wieder alles raus. Also das Baby müssen wir auf jeden Fall irgendwie scheinbar abrubbeln, das mit Wasser hier wieder so frei kriegen. Dann haben wir irgendein Handtuch oder was ist das? Oder ist das eine Tüte? Dann gibt es einen Schnuller oder eine Flasche oder beides und einen Hut und so eine komische Dose. Water Reveal, genau, wird im Wasser sichtbar. Ich glaube, hier steht jetzt nichts Wichtiges mehr, deswegen reiße ich einfach mal auf. Das erste Mal, dass ich hier ein Baby öffne. Ja, meine Lieblingsfarbe. Gelb. Ich habe sie erstmal zugemacht. Es war gar nicht zu. Ist das schon das Gelbe? Nee, ich glaube, das ist orange. Sieht voll aus wie so eine Orange oder wie so eine Zitrone, ne? Der Korb. Oh, wie süß. Korb? Das ist gar kein Korb. Das ist einfach nur eine Wanne. Hier sind so kleine Palmenblätter außen abgebildet. Das ist schon mal sehr süß detailliert gemacht. Ich glaube, bevor ich mir das angucke, will ich erstmal das Baby anschauen. Okay. Das ist natürlich hervorragend. Wo ist denn das? Hallo, bin gleich wieder da. Ich habe so die Befürchtung, dass jetzt irgendwas noch weggeflogen ist, dass mir was fehlt. Da stand doch 5 Überraschungen, oder bin ich jetzt so? Ich habe nur 4. Ich bin gleich wieder da. Ich habe gerade nochmal geguckt. Hier stehen 4. Wir wissen ja, was wir irgendwie finden müssen. Wenn da was fehlt, dann gehe ich nochmal auf Tütensuche. Ich hoffe, ich habe alle Tüten beisammen. Das fühlt sich doch sehr nach Schnuller an. Das heißt, wir haben wohl keine Flasche. Boah, ist der klein. Hallo, kleiner Schnuller. Da muss ich mal ein bisschen näher ranholen. Der ist fast durchsichtig, aber so ganz leicht zart rosa. Ja, für ein Baby passt der natürlich. Das finde ich nicht so verkehrt. Ich glaube, ich hätte vielleicht eine Flasche besser gefunden, wenn sie denn funktionieren würde. Das weiß ich natürlich nicht. Hier rein, das ist vielleicht... Ach nee, wir haben ja gar kein Outfit, ne? Wir haben nur so eine... Das da. Ach Gott, ist das eine süße Decke. Oder Handtuch. Handtuch ist das, glaube ich. Oh, mit Flamingos. Ach, das ist ja richtig schön. Was hast du denn für ein schönes Handtuch? Ja, okay, das freut mich schon mal. Eine sehr hübsche Decke, Handtuch. Das hier ist der Hut. Dann machen wir nämlich am Schluss das Baby auf. Oh, pink, rosa. Ich glaube, die haben wahrscheinlich alle so fette Hüte, so, naja, damit die natürlich auch keinen Sonnenbrand kriegen. Ne? Deswegen haben die dann so große Hüte. Und das hier ist dann das Baby, was wir gleich erstmal ins Wasser tun müssen. Ich glaube, es kommt mit dem Hintern zuerst. Man sieht eh noch nichts. Hallo. Oh Gott, es hat den Mund richtig weit offen. Da kommt natürlich gleich der Schnuddi rein. Dann werde ich doch erstmal losgehen und mir erstmal ein bisschen Wasser holen. Ne? Das da, denke ich mal, ist dafür gedacht. Oh. Sehr gut, das kann ich hier wahrscheinlich draufstellen, damit das nicht überschwappt. Ich habe mein altes Handtuch immer noch nicht gewaschen. Oh Gott, Schande über mich.
mich. Heute wird es wahrscheinlich eh wieder dreckig, deswegen wir tun einfach mal so, als hätte ich es gewaschen und als wäre es jetzt wieder dreckig geworden. Ich tauche dich einfach mal hier ein bisschen ein. Ich hatte schon Angst, dass das überläuft, aber ich glaube, ich habe es genau richtig gemacht, sodass ich es wenigstens einigermaßen untertunken kann. Da kommt ein türkiser Badeanzug oder Bikini, Strampler. Man weiß es noch nicht. Und es hat, glaube ich, gar keine Haare. Ach, wahrscheinlich hat es vorne nur so eine kleine Tolle, weil das habe ich ja schon gesehen. Das ist wirklich eine kleine Tolle. Okay, die hat eine blonde Tolle. Wie süß ist das? Das sieht aus wie so ein kleines Röckchen da hinten. Oh, du bist aber süß. Hallo. Hellblaue Augen. Bist du ein Mädchen oder ein Junge? Sieht ein bisschen aus wie ein Mädchen, finde ich. So türkisblaue Augen. Hier noch etwas Popel. Rosa Popel unter der Nase. Das muss noch weg. Ich wollte gerade sagen, und dann ziehen wir sie an. Aber genau, sie hat ja schon was an. Wir müssen sie ja gar nicht mehr anziehen. Naja, gut, wir können den Hut anziehen und halt den Schnulli. Geht das hier auch noch weg oder bleibt das so? Sammelt sich hier irgendwie so blöd. Vielleicht muss ich sie einfach nur trocken machen. Die Füße, wie süß. So glitzerkleine Füße. Eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man mal so ein Baby hat, ne? Von Barbie. Ich meine, okay, bei den letzten Berufe-Barbies, da habe ich ja auch ein Baby gehabt. Das sah aber ein bisschen anders aus als das. Das war ja von der Kinderärztin, ne? Da gehörte das ja zu. Das ist natürlich auch mal ganz cool, wenn man dann zufälligerweise auch noch sowas dazu bekommt, wie so ein kleines Tierchen oder ein kleines Baby. Tiere habe ich ja schon inzwischen mehrere von Barbie, aber Babys hatte ich noch gar nicht. Ich lege mal dein Handtuch hier drunter. Die ist hier doch schon ganz gut sauber. Es fehlt nur noch der Schnulli. Wie ist denn das jetzt bei der? Verändert sie jetzt auch noch ihre Farbe bei Wärme und Kälte? Ich glaube nicht. Die geht ja gar nicht rein. Was soll denn das? Oder gibt es hier oben und unten? Hallo? Oder ist das noch irgendwie voll? Vielleicht ist das auch noch voll. Oh, vielleicht muss ich das auch noch ein bisschen sauber kriegen. Naja, ich stecke es jetzt erstmal einfach so rein. Geht schon. Und der Hut, der würde dann so ungefähr aussehen. Oh, die ist auf dem Handtuch. Das ist irgendwie schon niedlich. Ich hoffe, wir finden dein Schwesterchen. Diese fünf gibt es. Das ist die orangene. Dann haben wir hier so eine türkise. Was ist denn das für eine Farbe? Gar keine Ahnung. Lachsfarben oder sowas. Pink. Und das ist gelb. Ach, die sehen irgendwie alle süß aus. Habe ich ja doch fünf Überraschungen gelesen. Ah, wahrscheinlich ist die Dose auch eine Überraschung. Nö, aber es fehlt auf jeden Fall nichts. Ich lasse das mal hier so ein bisschen liegen. Nicht, dass ich dann nachher nicht weiß, zu welcher das dazugehört, also zu welcher die Schwester ist. Ich hoffe, dass das eindeutig erkennbar wird. Naja, wird schon, oder? Was glaubt ihr? Doch, ich denke mal ja. Da sind diese hier. Hier steht es 6 Überraschungen. Boah, bei ihr verändert sich sogar auch schon die Haarfarbe. Krass. Den Körper muss man frei waschen und dann verändert sich die Haarfarbe. Aber sonst verändert sich scheinbar nichts auf dem Körper. Und sie hat ein Outfit, beziehungsweise sie hat auf jeden Fall einen Rock. Und sie hat auch ein Handtuch. Ach so, eine Sonnenbrille und Schuhe. Ah ja, also hier gibt es wieder ein bisschen mehr und auch wieder ein bisschen was anderes. Und hoffentlich haben wir die passende Schwester. Das ist jetzt die erste Hürde. Ich meine, gut, wenn wir die jetzt nicht schaffen und haben eine andere, ist es im Prinzip auch nicht so schlimm, weil wir dann eine größere Chance haben, dass eine große mal zu einem anderen passt, also zu einer Schwester. Ach, eigentlich ist es mir egal. Es wäre cool, wenn die schon passen würden. Na komm schon. Die Arme, die sehen immer so schlimm aus hier. Was ist das denn für ein Gespenst? Hey, Sola! Na? Nee, du hast auch häufiger schon mal gesehen, wenn ich hier diese Color Reveals auspacke. Aber so einen Lampenschirm hatten die sonst nie auf dem Kopf. Stimmt, sieht ein bisschen aus wie ein Lampenschirm. Aber andersrum. Oder ist das so eine große Sektschale? Kann ich da draus trinken? Glaub, das würde unten rauslaufen. Guck mal, da ist doch ein Kopf drin. Du willst da draus nicht trinken. Ach so. Wer ist? Beziehungsweise sie hat auf jeden Fall ein... Das ist doch immer eine Überraschung. Hallo, ich bin Sola. Sola, noch nicht. Noch nicht, sie ist doch noch nicht draußen. Ach ja, stimmt ja. Tut mir leid, ich bin heute ein bisschen verwirrt. Der Wetterumschwung, du weißt schon. Ach ja, ich weiß, Sola, mir geht's auch mal so. Wenn das Wetter wieder kälter wird, dann werde ich auch mal ganz müde. Ich werde immer ganz verwirrt. Ich ziehe auf jeden Fall erstmal hier ihren Lampenschirm ab. Huch, soll ich den auch bewahren für dich, Sola? Vielleicht könnte man das als Friseurhaube nehmen. Zeig mal. So meinst du? Oh, das hält aber nicht. So? Oh, das ist doch hervorragend. Da kann ich ja direkt Fee mal fragen, ob sie mir die Haare wieder schön macht. Ja, dann, hier, kannst du gerne meinen Müll haben. Dankeschön. Fee! Die kann auch jeden Quatsch gebrauchen. Die ist genauso wie ich. Sehr schrecklich. Na gut, dann gucken wir einfach mal. Oh, warum gucke ich denn da schon rein? Nein, das mache ich natürlich nicht. Das schiebe ich jetzt einfach mal wieder weg, weil das ist ja schon die Puppe. Ich wollte natürlich erstmal hier in die kleinen Tüten reinschauen. Da hat Sola mich ja völlig aus dem Konzept gebracht gerade. Hallo, Zettel. Ich starte mal wieder von klein nach groß. Das wäre, glaube ich, die kleinste Tüte. Was war da noch bei? Oh, Sandalen. Oh Gott, die sind ja auch süß. Guckt euch mal die kleinen Dinger hier an. Die sind ja voll hübsch. Leider mal wieder nur in einer Farbe. Das finde ich mal so schade, dass die immer nur einfarbig sind. Aber so mit den Blümchen hier vorne drauf, die sind schon ganz niedlich. Die sind auch schön flexibel. Also werden die wahrscheinlich ganz easy anzuziehen sein. Zweitgrößte Tüte. Was waren da noch? Das Handtuch? Nee, das ist irgendwas Hartes. Hä? Die hat einen Cocktail? Habe ich gar nicht gesehen. Stand da drauf Cocktail? Hä? Okay. Oh, warte mal. Aber es ist auch gelb. Oh. Ist das ein gutes Zeichen? Das ist ja auch beides gelb. Ein Ananas-Cocktail. Vielleicht haben wir wirklich die passenden. Das kann gar nicht sein. Hä?
Das kann doch nicht sein, dass ich direkt passende kriege, oder doch? Ich mag mich ja nicht zu früh freuen. Vielleicht ist das ja auch gar nicht die Schwester. Ein Ananashandtuch. Oh, das passt auch voll gut zu mir mit meiner Ananas hier im Hintergrund. Oh, schön. Das hat sogar Fransen hier oben und unten. So leicht eingeschnitten. Eigentlich ist das ja gerade jetzt schon wieder fast vorbei, ne? Mit dem Sommer. Das ist ja so traurig. Manchmal hat man ja Glück, dass es dann im September oder Oktober gibt es dann nochmal so ein paar schöne goldene Tage, wo man nochmal, also goldene Tage, sodass die Sonne schön da ist. Das sind so richtig schön draußen liegen kann. Kann ja auch passieren. Hamburg ist natürlich meistens eher so ein bisschen nicht so schön. Da regnet es leider sehr, sehr viel. Aber sobald die Sonne da ist, bin ich immer wieder auf dem Balkon. Ich nutze das noch bis zum letzten Ende aus. Meine Oma hat auch immer schon im März auf dem Balkon gelegen mit Decke. Das mache ich auch total gerne. Sobald die ersten Sonnenstrahlen da sind, immer die Sonne ausnutzen. So farblich gesehen könnte das halt entweder orange sein oder gelb. Also das hier wäre eher orange. Das hier wäre auch eher orange. Das ist so eine ganz leichte Bluse mit so einem Pünktchen drauf. Ja, es ist noch nicht so, ist noch nicht so raus. Ne? Ach, das haben wir noch gar nicht aufgemacht. Ich tue jetzt mal so. Rutsch. Ah, da ist es offen. Und man sieht natürlich noch nichts. Aha. Haben die alle die gleiche Frisur? Das weiß ich natürlich nicht. Ich habe ja auch noch nicht drauf geschaut. Deswegen weiß ich nicht genau, wie die aussehen. Ich finde aber die Farbe schon mal echt cool. Und es ist nicht dieselbe wie bei den Kleinen. Also nicht wie bei den Babys. Das war ja pink oder rosa. Und das wird jetzt hier so ein türkisgrün. Ihr wisst, was kommt. Ich muss los. Ich hole eben nochmal Wasser für die Kleine und bringe das andere Wasser wieder weg, damit ich hier nicht untergehe in Dreckswasser. Da haben wir es gefüllt bis zum Strich mit warmem Wasser. Ich habe ja gelernt, warmes Wasser ist immer ein bisschen besser als kaltes oder lauwarmes. Das muss ich euch hier oben zeigen, weil man das hier ein bisschen besser sieht, wenn ich das jetzt unten hinstelle. Und das Wasser wird natürlich schon jetzt schön türkis. Boah, es ist fast zu wenig. Ich glaube, ich muss sie gleich einmal noch auf den Kopf reinstellen. Was glaubt ihr, was wären das wohl für Haare? Wird das blond? Wird das gelb? Oder gehören die zusammen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie die Schwester aussieht. So vom Hautton her würde ich sagen, nein. Oder? Oder kommt das noch? Na, ich glaube nicht. Sie hat auf jeden Fall so Ananas auf dem Dings drauf. Nee, Moment mal, wahrscheinlich müsste sie sonst einen Flamingo auch auf ihrem Outfit haben, oder? Um zu der anderen zu passen. Sie ist die... Oh mein Gott, das war total blöd. Na, das ist ja super. Ich habe gerade mein Einhorn sauber gemacht in der Badewanne. Dankeschön, du freches Kind. Ja, ich gebe es zu, ich war selber schuld. Einmal ein bisschen umrühren. Die Arme, ey, so kopfüber. Einen kleinen Kindershake, bitte. Oha, meine Finger sind voll grün. Ich glaube, ich kann sie gleich schon ein bisschen sauber machen. Sieht zwar noch so ein bisschen milchig aus, aber ich glaube, das ist okay. Uff, also diese grüne Farbe ist mal richtig übel. Ja, das sieht nicht wirklich so nach der Schwester aus. Weder Haarfarbe, noch Augenfarbe, noch Hautfarbe, noch Badeanzug. Also eigentlich passt nichts. Schade, ich dachte halt so von den Accessoires her hätte das irgendwie voll gut passen können. Boah, ich glaube, ich muss die gleich nochmal reinstecken. Die ist ja immer noch so völlig grünlich angegrünt. Sie ist auf jeden Fall auch super süß. Das gibt's ja gar nicht. Das muss ich irgendwie, glaube ich, unter warmem laufendem Wasser mal machen, weil das Wasser hier, das färbt immer noch so derbe ab. Ich krieg die nicht weg. Ich muss das unter laufendem Wasser mal wegmachen. Ich glaube, ich ziehe sie erstmal an. Ich will erstmal wissen, wie sie aussieht. Ich dachte ja, sie kriegt so ein Röckchen, aber nee, sie hat halt einfach so eine Bluse, die sie so drüber zieht oder so ein Hemd über ihren Badeanzug, was ich eigentlich schön finde, dass es jetzt nicht immer so normal einfach nur ein Rock ist, sondern auch mal was anderes, weil so am Strand kann man ja eigentlich auch ganz gut rumlaufen. Dann noch die Schuhe und so eine richtig leckere Ananas-Cocktail. Boah, da hätte ich vielleicht Lust drauf. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe noch nie aus so einer Ananas irgendwie einen Cocktail getrunken. Oder aus einer Kokosnuss. Da hätte ich auch mal Lust drauf. Es muss so erfrischend sein im Sommer. Meine Liebe, ich bin sehr neidisch auf dich. Hier, nimm dein Handtuch, leg dich an den Strand und schick mir ein paar Bilder. Wenigstens. Welche ist das? Das ist direkt die erste. Oha. Also die hier haben wir. Was ist denn die? Das wäre die kleine Schwester von ihr. Hier haben wir nämlich die Flamingos. Sie hat blonde Haare. Moment mal, sie verändert doch auch ihre Haarfarbe. In kaltem Wasser, oder? Da sieht man hier vorne so pinke Strähnen. Okay, Moment mal. Dann muss ich jetzt doch nochmal... Ich missbrauche einfach mal das da und hole Eiswürfel. Ich habe sie nochmal richtig abgewaschen, soweit wie es geht. Ist ein bisschen schwierig tatsächlich mit diesem Grün. Und jetzt müsste das hier eigentlich ja rot. Oh, rot werden. Ach, schade, das sieht man so schwierig, weil die Haarfarbe eh schon relativ dunkel ist. Und da ist es natürlich schwierig, dann hier noch so einen roten Schimmer zu erkennen. Aber es wird. Also man sieht auf jeden Fall was. Ich hoffe, dass man das auch in der Kamera erkennt. Bitte, bitte. Also so mit bloßem Auge sieht man auf jeden Fall hier kleine rote Strähnen im Pony. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ist es, glaube ich, auch nur im Pony und nicht auch noch irgendwo anders. Aber leider nicht so sehr auffällig. Ich glaube, bei den anderen wäre es ein bisschen mehr gewesen. Ich hoffe, es bleibt wenigstens so ein bisschen. Nicht, dass das jetzt gleich wieder direkt verschwindet. Ja, abgetrocknet sieht man es auch immer noch. Vielleicht noch ein bisschen besser, wenn man es näher ranholt.
So ein leichter rötlicher Schimmer und hinten ist halt einfach nur so ein leichter grünlicher Schimmer, weil ich es einfach nicht abkriege. Also wir merken uns auf jeden Fall diese kleine Chelsea und das andere Baby. Wir wissen ja jetzt, sobald wir was mit Ananas oder Flamingos bekommen, dann ist es ein gutes Zeichen. So, dann grüße ich doch nochmal ein paar Leute. Wollte mal gerade wieder auf Instagram grüßen, aber das geht schon wieder nicht. Also mein Post irgendwie kann ich nicht öffnen. Keine Ahnung warum. Vielleicht sind inzwischen zu viele Kommentare unten drunter, weil bei den anderen Posts hatte ich kein Problem. Dann grüße ich doch erstmal die Jasmin und alle, die Jasmin heißen. Die Frage habe ich häufiger gelesen. Die Celine hat nämlich gefragt, was meine Lieblings-Rainbow High ist. Ich weiß nicht, ob ich das damals schon mal beantwortet habe. Also ich mag die alle eigentlich sehr gerne, aber ich finde so auch vom Charakter her Sunny total süß. Violet mag ich auch, aber irgendwie mag ich Sunny am liebsten. Auch weil sie gelb ist. Und die Seda, spricht man das so aus? Ich weiß es leider nicht genau. Hat gefragt, ob ich lieber die LOL Tweens mag oder die OMG Dolls und ob ich etwas von Harry Potter auspacken kann. Ich dachte da jetzt an die Puppen oder Lego. Ach so, ja, oder ein Adventskalender vielleicht. Das wäre auch eine Option. Kommt ja bald wieder, ne? Kann ja schon wieder an Weihnachten denken. Es ist irgendwie noch warm draußen, aber man denkt schon an Weihnachten. Oh, das habe ich auch schon... Habe ich das nicht schon beantwortet? Wen mag ich lieber? Neonlicious oder Lady Diva? Nee, ich glaube, das habe ich nicht beantwortet. Gott, von den beiden finde ich es extrem schwer. Aus dem Bauch heraus sage ich jetzt Neonlicious, aber ich weiß nicht genau. Liebe Grüße auch an Jen. Und alle wünschen sich hier die Rainbow High Sachen. Ich habe schon ein Video gedreht zu Rainbow High. Das müsstet ihr inzwischen wahrscheinlich auch schon gesehen haben. Da habe ich ja auch noch das Event mitgefilmt. Und die Cindy und ihre Schwester Lara möchten gerne gegrüßt werden. Sie hat morgen Geburtstag. Ja, ich nehme doch immer etwas versetzt auf. Also jetzt hat sie morgen Geburtstag. Deswegen kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch nachträglich, weil jetzt ist es ja schon vorbei. Dauert ja mal ein bisschen, bis das Video dann fertig ist. Ich versuche ja gerade auch ein bisschen vorzuproduzieren. Klappt ganz gut. Deswegen, es ist ein bisschen zu spät. Sorry. Oh, und die Evelyn hat sich gestern Ohrringe geschossen. Wie cool. Dann noch liebe Grüße an Marc. Ich weiß nicht, ob du Marc heißt. Und auch noch an Samantha. Hier gibt es wieder eine Überraschung mehr, nämlich 7 Stück. Und auch hier verändert sich wieder die Haarfarbe. Habe ich ja vorhin schon gesagt. Gibt noch zusätzlich ein Accessoire, Schuhe und ein Outfit. Und ein Handtuch. Was? Und das verändert sich auch? Oh, krass. Da müssen wir auch noch drauf achten. Ja, zu der Frage, ob ich lieber die Tweens mag oder die OMGs. Ich habe natürlich sehr, sehr viel mehr OMGs, weil es gibt ja nur 4 Tweens bisher. Aber ich finde tatsächlich... ganz bunte Tüten. Oha. Ich finde tatsächlich, dass die Tweens von der Größe her unglaublich gut sind. Und ich denke halt gerade auch so an Kinderhände. Also ich glaube, für Kinderhände sind die echt gut geeignet, die Tweens. Und für mich, also ich habe jetzt keine Kinderhände, aber für mich war das halt auch so. Ich habe die so angefasst und dachte so, oh, die fühlen sich echt gut an. Die liegen halt richtig gut in der Hand. Ich bin echt gespannt, was ihr meint, weil ich denke mal, es gibt natürlich die OMGs schon viel länger und man hat eine ganz andere Bindung zu denen aufgebaut. Aber... ja, wenn man sich so ein bisschen an die Kleinen auch gewöhnt hat, dann sind die schon sehr cool. Und ich muss sagen, ich war ja tatsächlich direkt von Anfang an so ein bisschen verliebt in die. Also die haben sich einfach gut angefühlt in der Hand. Ich kann es nicht anders sagen. Ich fand die gut von der Größe her. Na, das erstmal zur Seite. Und zum Ohrringschießen. Herzlichen Glückwunsch, sage ich nur. Ich erinnere mich sehr gut, als ich meine Ohrringe geschossen habe. Das hat so gealtert, so lange. Und ich hatte wirklich super lang irgendwie Schmerzen in den Ohren. Ich glaube, bei mir verheilt das alles immer nicht so gut. Ich habe ja auch ein Bauchnabelpiercing. Das hat auch so Ewigkeiten gealtert. Ah. Eine Brille. Hey. Okay, sagt auf jeden Fall noch nicht so viel aus, ne? Könnte noch alles sein. Naja, deswegen bin ich halt auf jeden Fall so ein bisschen skeptisch. Ich hätte mir gerne noch mal mehr Piercings gemacht. Ich hätte mir auch gerne noch mehr Ohrlöcher gemacht. Ich hätte gerne hier oben eins oder auch da oder halt generell einfach mehrere. Ich fand auch hier immer ein Piercing eigentlich ganz schön oder halt so in der Nase. Aber das ist dann halt eben doch so mitten im Gesicht und doch relativ auffällig, dass ich es dann auch nicht gemacht habe. Ich habe halt so eins, was ich hier so fake-mäßig immer reinmachen kann. Trage ich eigentlich nie in den Videos. Doch, auf meinem anderen Kanal habe ich es eigentlich relativ häufig getragen. Das sagen die Leute mal zu mir. Kuh. Weil es halt immer aussieht, als würde ich hier ne, wie so eine Kuh abgeführt werden. Aber ich mag das eigentlich ganz gerne. Naja, man kann sich ja auch mit Fakes über Wasser halten. Was willst du machen? Ja, ich mache es auf jeden Fall aus gesundheitlichen Gründen jetzt nicht unbedingt, weil ich halt wirklich ein bisschen Angst habe, dass das wieder anfängt so dolle zu eitern, wenn ich mir ein weiteres schieße. Naja, also wer auf jeden Fall eine gute Heilhaut hat, sage ich jetzt mal, Heilhaut hat, das war ein lustiger Satz, der kann sich glücklich schätzen, dass er einfach so Ohrlöcher oder irgendwo anders ein Piercing machen kann. Bei mir ist es halt leider nicht so einfach. Das sieht bei denen irgendwie immer so aus, als ob das so 2 linke Schuhe sind. Ich glaube, bei den Barbies gibt es immer gar kein links und rechts, oder? Die sehen irgendwie immer gleich aus. Wahrscheinlich sehen die Füße auch gleich aus. Ich weiß es nicht. Muss ich gleich mal drauf achten. Was ist denn hier in der pinken Tüte drin? Grüne Schuhe ist auf jeden Fall schon mal, glaube ich, nicht so gut gewesen. Oder? Nee. Könnte vielleicht Flamingos? Oder auch gar nicht? Steht überhaupt irgendwas drauf? Hä? Wir haben einfach nur so ein paar Palmblätter. Das ist jetzt nicht so aussagekräftig. Das könnte im Grunde eigentlich alles sein. Oder sie hat einfach nur Palmen.
Ich weiß nicht genau, was die anderen Themen waren. Ich habe da eben nicht so drauf geachtet. Das mache ich ja eigentlich absichtlich immer nicht, damit ich nicht so genau direkt Bescheid weiß. Oh, das sieht aber schon sehr passend aus zu der, die wir eben hatten. So farblich gesehen auf jeden Fall, oder? Vielleicht hat die ja auch gar keine irgendwas drauf. Also keine Ananas oder weiß ich nicht was. Ich weiß es nicht. Ich hatte ja noch keine von denen. Oh Mann, und ich werde es auch nicht wissen, wenn ich sie jetzt hier auspacke, weil man sieht ja nichts. Ich frage mich immer noch, warum sie hier nicht einfach auch mal so ein Reißding reinmachen. Warum muss man denn das hier immer einfach aufrupfen? Mach ich mir meinen Nagellack kaputt. Ja, das war heute wieder ein Krampf, ne, mit meinen Nägeln. Kann ich ja nur mal sagen. Das ist ja jedes Mal wieder das Gleiche. Ich habe so viel daneben gemalt. Ich habe gedacht, das ist mehr daneben als auf dem Nagel gelandet. Kennt ihr das? Wenn es einfach irgendwie nicht funktionieren will. Und das Letzte, was dann noch hilft, ist dann immer, ach, ich mache Glitzer drauf. Dann sieht man es nicht. Oh, von der Frisur her wie die andere. Hat das auch vielleicht was zu heißen? Sie haben definitiv keine echten Haare. Was halte ich denn davon, dass sie keine echten Haare haben? Von der Farbe her ist sie auf jeden Fall wie das Baby. Und von der Frisur ist sie eigentlich so ein bisschen wie die zweite. Ich meine, das wäre ja schön. Wasser Nummer 3. Ich gehe mal wieder los, hole das. Eiswürfel sind noch da. Ich hoffe, es hält bis zum Ende. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss ich zwischendurch nochmal holen. Aber ist ja eh wurscht, weil ich muss ja eh noch zweimal aufstehen. Wuhu. Heiß. Oh, es qualmt wieder. Warum habe ich denn das so heiß gemacht? Ich weiß es nicht. Ich versuche es mal da oben festzuhalten. Oh Gott, seht ihr es dampfen? Ich sehe es hier dampfen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Die tunken mich einfach mal so ein bisschen ein und rühren mal wieder was um. Das Rosa hatten wir heute schon mal. Au, au, heiß, au, au. Worauf hoffen wir denn mal? Wir hoffen auf jeden Fall auf die zweite. Weil das ist ja noch ein bisschen realistischer. Wegen der Haare. Hä? Nee, sie hat blonde Haare, glaube ich. Hä? Aber nee, das passt aber auch nicht zum Baby. Also zum Baby passt es auf gar keinen Fall von der Farbe her. Nein, sie ist blond. Das ist doch, haben die Schwestern gleiche Haarfarben oder nicht? Ich glaube, die haben gleiche Haarfarben. Ah, nö, dann ist das, das könnte höchstens das Baby sein, aber das passt nicht, nee. Aber sie hat halt auch einfach gar nichts auf ihren Sachen drauf, ne? Sie hat gar keinen Hinweis, also keine Ananas oder kein Flamingo. Ist sie schon fertig? Boah, die war ja richtig schnell fertig. Oh, die ist voll schön. Seht ihr sie schon? Nein, sie ist zu weit weg. Ich glaube, das Rosa geht irgendwie einfacher ab als das, als das Türkis. Die Arme, die ist voll verbrannt, weil ich sie hier die ganze Zeit auch noch so untertauche und sie will immer fliehen. Sie will so, ah, es ist so heiß, ah, lass mich raus. Ja, ich lasse sie gleich raus. Ich finde sie jetzt schon total schön. Hä, ich weiß gar nicht, was los ist. Ich fand vorher die Color Reveals gar nicht so gut und irgendwie finde ich die inzwischen, also seit der letzten Serie bin ich total begeistert von denen. Liegt das daran, dass ich mich jetzt dran gewöhnt habe oder haben die irgendwie verändert? Ich glaube, ich muss mir die alten nochmal angucken oder ich gucke mir nochmal die alten Videos an. Dann sehe ich auch, wie die aussahen. Da steht ja fett auf dem Rücken, Made in China. Das ist eigentlich nicht mehr Made in China. Das ist ja irgendwie alles Made in China. Ich bin ja dafür, wir machen mal wieder Made in Germany. Hallo, Madame Rosa Lippe. Ach nee, die ist ja gar nicht mehr rosa. Ich dachte, sie ist noch irgendwie so ganz rosa eingefärbt, aber es geht eigentlich. Sehr hübsche Haarfarbe. Das ist so ein Honigblond. Und ich finde die Frisur total edel. Ich wünschte, das könnte man mit meinen Haaren auch machen. Aber meine Haare sind leider viel zu dünn. Ich beneide eine Barbie um ihre Haare. Mann. Ja, und zu kurz sind sie auch, ich weiß. Da muss ich doch noch mal ein bisschen näher rangehen. Ich glaube, ihre Augenfarbe ist so ein grün-gelb, das finde ich auch super schön. Das ist so ein richtig helles, man muss wirklich sagen, gelb-grün. Total passend auch zu den Haaren. Und sie ist vom Hauttyp her eigentlich auch eher bisschen dunkler, ne? Also sie ist halt sonnengebräunt, würde ich sagen. Ja, sie ist natürlich sonnengebräunt, weil sie ist ja vom Strand, ne? Das ist ja die Strandserie. Und was ich auch toll finde, ist, dass das Gesicht so super natürlich ist. Also da ist jetzt nicht so mega krass viel Schminke drauf. Ja, die Wimpern sind wahrscheinlich getuscht, würde ich mal schätzen. Wo wir gerade hier schon so nah dran sind, versuche ich doch einfach mal, ob ich hier irgendwas sehe. Haha, cool. Wir haben direkt hier vorne wieder die Strähnen. Ich frage mich, ob es immer nur... Nein, es ist nicht nur vorne. Oha, cool. Oh, schade, da hinten geht es aber nicht weiter. Ich dachte, es geht überall weiter. Aber es ist leider nur der obere Bereich. Also hier sehen wir leider nichts. Also ich versuche einfach nochmal überall so. Aber ich sehe aber da leider nichts. Nur genau bis hier. So, das, was ihr hier seht, ist das Einzige, was sich verändert. Aber es ist schon mal cool. Hier sieht man es halt einfach noch eindeutiger. Man muss aber ja leider auch sagen, dass das immer so ist. Auch wenn sich Dunkelhaarige jetzt die Haare färben wollen, ist das ja auch mal ein bisschen problematisch. Ich habe mir jetzt so lila Shampoo ja gekauft. Und bei Dunkelhaarigen sieht man das, glaube ich, so gut wie gar nicht. Da hat man vielleicht nur so einen Schimmer, so ein bisschen. Und bei helleren Haaren, da sieht man dann natürlich schon ganz gut was an Farbe. Ja, das tut mir auch immer total leid, dass das bei dunklem Haar irgendwie so schwierig ist. Dafür hat das andere Vorteile.
Pfeile. Ich muss ja mal sagen, dass ich den hier extrem schön finde. Ich habe es schon beim letzten Mal festgestellt, dass ich einfach diese hellen Badeanzüge total gerne mag. Und dass die jetzt hier so Hemden drüber tragen können, das finde ich irgendwie auch voll cool. Nicht immer nur dieses einfache Rockding. Ah, ich habe voll vergessen. Hier, die verändert doch auch noch die Farbe, oder? Warte mal, wie machen wir das? Da stand, das Accessoire verändert die Farbe. Ach, ich glaube, das war vorher durchsichtig, wenn es warm ist. Und wenn es kalt ist, dann wird es halt so orange. Man hat es schon leicht vermutet, dass es orange wird. Soll ich es mal kurz in das pinke Wasser eintauchen? Ja, ne? Das ist ja so heiß. Ja, so sieht es normalerweise aus. Einfach eine ganz durchsichtige Brille. Aha. Wir hatten also eben so ein Zwischending. Zwischen durchsichtig und ein bisschen orange. Ich mach's mal wieder orange. Oder so halb orange. Hier so ein bisschen ins Eiswasser eintauchen. Funktioniert mega gut. Ich glaube nämlich, dass das ganz gut aussieht bei ihr, wenn man denn diese Sonnenbrillen mag. Ich finde, die sieht ein bisschen komisch aus. Ah, lassen wir es einfach. Die Schuhe noch. So, der auch. Das ist jetzt ihr Outfit. Also sehr fresh auf jeden Fall. Die sieht so sommerlich aus. Passt definitiv sehr gut zu Sommer, Sonne und Strand. Ja, jetzt müssen wir noch rausfinden. Muss ich ja erstmal zuordnen können. Wir haben diese hier. Ist euch das eigentlich aufgefallen, dass es hier auch einen Jungen gab? Schade, dass wir den nicht gekriegt haben. Tja, welche gehört denn jetzt zusammen? Oh, zu der, die wir haben, gehört der Junge hier. Der hat diese Hose. Die sieht aus wie ihr Badeanzug. Das ist auf jeden Fall schon mal kein Treffer gewesen. Okay, du warst nicht die große Schwester von irgendjemandem hier. Vielleicht haben wir bei der nächsten jetzt mehr Glück. Wisst ihr was, ich habe schon wieder so viele Sachen hier, ne? Ich weiß überhaupt nicht, womit ich weitermachen soll. Heute nehme ich nicht mehr weiter auf jeden Fall. Ich habe heute schon das dritte Video. Und eigentlich habe ich nämlich gedacht, dass ich heute mein LOL-Regal drehe, mein neues. Ich habe es extra noch nicht eingeräumt, weil ich gedacht habe, ich mache das mit euch zusammen. Und ich konnte die ganze Zeit nicht ins Büro, weil da sind ja die anderen OMGs und da kam ich halt nicht hin. Und jetzt könnte ich halt, aber jetzt kriege ich morgen auch noch Besuch. Jetzt kann ich morgen da auch nicht. Naja, vielleicht schaffe ich es dann morgen doch nochmal. Aber wenn nicht, ja, es kommt auf jeden Fall bald. Und ich habe ja zwischendurch auch immer gefilmt. Ich habe jetzt schon mal testweise so ein paar reingestellt. Es sieht einfach so schön aus. Und ich bin so richtig heiß. Ich mag eigentlich gar nicht mehr warten. Ich würde es am liebsten einfach jetzt direkt einräumen. Aber ich habe halt gesagt, nein, ich mache das mit euch zusammen. Ich mache auf jeden Fall ein Video dazu, weil das ist viel zu schade. Und ich habe mir jetzt schon die nächsten Kategorien überlegt für mein Top 3 OMG-Video. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch schon erzählt. Da könnt ihr immer noch gerne mitmachen und mir mal sagen, was ihr euch so für eine Kategorie vorstellen könnt, in die ich meine OMGs einkategorisieren kann. Oh. Ich glaube, die passt. Ich glaube, das ist eine, die passt. Ich habe die Vermutung, dass die zur Chelsea passt. Also wenn jetzt hier irgendwo eine Ananas drauf ist, das hier, das sieht halt irgendwie so ähnlich aus. Das verändert hier übrigens auch die Farbe, ne? Ist das jetzt warm oder kalt? Ah, jetzt ist es warm. Okay, also wenn sie warm ist, dann sieht man hier nämlich nichts. Das dürfen wir nämlich eigentlich noch gar nicht sehen, weil ich glaube, das war nämlich hier der Hinweis. Oh, ich will mich noch nicht zu früh freuen, aber ich habe schon mal ganz gute Vibes. Pinke Schuhe, ja, kann man ja nicht so vergleichen, ne? Die sehen sich ja dann doch immer nicht ganz ähnlich. Was ich eigentlich auch ganz gut finde, dass man nicht sofort sieht, ja, okay, die sehen 1:1 gleich aus, weil Schwestern sind ja auch nicht 1:1 gleich. So dass man dann doch noch so ein bisschen raten muss, ein bisschen gucken muss, na, ist das jetzt die Schwester von der oder nicht? Na, ich glaube ja. Ich glaube, das ist die Schwester. Ich meine, okay, wir können es am Ende dann tatsächlich nur so kontrollieren, indem wir dann die beiden Beipackzettel so nebeneinander legen. Aber das hier ist so ein bisschen verräterisch. Dieses Teil hier, das könnte halt echt die zweite sein. Das wäre so genial. Dann wäre ich auf jeden Fall schon glücklich, weil dann haben wir wenigstens teilweise schon mal die Challenge bestanden. Ja, oh mein Gott. Ja. Das ist das. Das ist das. Da sind diese Sonnen- und Ananas-Dinger drauf. Das ist doch Rock und wir haben eine Schwester gefunden. Das ist so ein halbseitiger Rock. Ich habe tatsächlich die Challenge bestanden. Jetzt schon. Ich meine, wir könnten natürlich auch mega Glück haben. Und dann beim nächsten Mal für das Baby auch noch eine große Schwester kriegen. Also bei der nächsten. Oh, das wäre so krass. Dann hätten wir quasi zwei große... Wow, sieht die cool aus. Zwei große Schwestern mit einmal so einer mittelalten und einem Baby. Und die andere ist dann so quasi die Freundin, die dazukommt. Die Frisur finde ich richtig cool. Oh. Okay, ich muss mal ganz schnell weg. Neues Wasser holen und altes, mega heißes Wasser wegbringen. Au, au, au. Das ist jetzt, glaube ich, besser. Es dampft zwar, ist auch heiß, aber so, dass ich es nur anfassen kann. Das ist das Wichtigste. Oh, da unten bröckelt schon was ab. Schnell rein mit dir. Ich meine nicht, dass du schon vorher hier auseinanderfällst. Schon mal die Füße angucken. Sie müsste ja jetzt eigentlich auch so eine bisschen dunklere Hautfarbe haben, wenn sie zu dieser Schwester passt. Ich glaube, ja. Ich glaube, es sieht ganz gut aus. Oh, das ist aber auch haarscharf hier oben mit dem Untertunken. Teste mal schon mal ein bisschen gegen. Na, wir sehen dunkle Haare. Das könnte auch schon passen. Frisur passt. Gelber Badeanzug. Oho, ja. Ja, das würde auch so ungefähr hinkommen. Sie hat ja gelbe Schuhe und diese Ananas. Oh Gott, die klebt oben an meinem Finger.
Ah, vielleicht können wir hier schon was erkennen. Seht ihr was? Ich sehe noch nichts. Ah, sieht wieder aus wie das Handtuch. Ah. Aber sie hatte ja auf ihrem Röckchen, da hatte sie ja Ananas drauf. Also insofern, eigentlich können wir uns da schon sicher sein, dass das die richtige ist. Die Farbkombi finde ich auch unglaublich schön. Ich finde immer, wenn man so eine dunkle Haut hat und dann Gelb dazu trägt, das sieht echt cool aus. Auch wenn ich zum Beispiel so im Sommer mal ein bisschen braun bin, dann kann ich auch Gelb tragen. Aber sonst bin ich, weiß ich nicht, ob ich so der Gelbtyp bin. Obwohl ich Gelb ja so gerne mag. So als Kind habe ich, glaube ich, relativ viel Gelb getragen. Oh, die hat auch wieder ein total süßes Gesicht. Ob die auch die gleichen Strähnen bekommt, ob die auch so rot werden. Oh, das wäre nicht so toll, ne? Weil das hat beim ersten Mal auch schon nicht so toll geklappt bei der Kleinen. Hoffen wir mal, dass das bei ihr vielleicht besser aussieht. Oder dass sie vielleicht was anderes kriegt. Wisst ihr, was ich auch cool fände? Weiß. Einfach weiße Strähnen. Ganz, ganz hell irgendwas. Rosa oder so. Irgendwas, was man halt besser sehen kann. Ich versuche hier gerade nochmal etwas nachzuhelfen, damit man das Gesicht auch gut sieht. Im Körper finde ich das jetzt immer nicht ganz so schlimm. Da kann man sie ja später nochmal wieder reintunken. Das ist eh immer nochmal besser, wenn man es unter laufendem Wasser dann nochmal richtig abspült. Weil hier habe ich dann immer diese dreckige Pampe. Da kann das dann gar nicht so komplett sauber werden, habe ich mal das Gefühl. Uff, 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 die ist ja voll. Oh Gott. Was ist passiert? Sie läuft aus. Sie ist einfach komplett vollgelaufen. Mein ganzes Handtuch ist klatschnass. Was machst du? Hey, Mädchen, was soll das? Sie ist einfach völlig eskaliert. Ja, ich weiß gerade gar nicht, was ich jetzt mit meinem Handtuch machen soll. Oh, jetzt habe ich mich selber bekleckert. Oh Mann, ich habe doch noch eine. Was soll ich denn jetzt tun? Mein Handtuch ist einfach sowas von durchgenässt. Ja. Oha, ich finde, von der Augenfarbe her ist die ganz ähnlich wie die, die wir eben hatten. Auch so ein grünlich, ja, grün-gold-braun vielleicht. Die Frisur, habe ich ja gesagt, die finde ich so toll. Keine Ahnung, wie man sowas richtig hinkriegt. Das muss man wahrscheinlich mit den Haarspangen irgendwie so voll wegstecken nach oben. Plus, man muss natürlich auch noch Locken haben, was ich leider auch nicht habe. Aber wieder so ein ganz natürliches Gesicht. Ich finde es einfach schön. Ich mag diese natürlichen Gesichter so unglaublich gern. Aber wenn man die so nebeneinander hält, dann sieht man schon den Unterschied. Die haben schon andere Charakterzüge auch im Gesicht. Aber beide unglaublich hübsch. Für mich finde ich die noch ein bisschen hübscher. Aber nicht, weil ich sie nicht hübsch finde, sondern einfach nur, weil ich sie noch ein bisschen hübscher finde. Die ist halt so ganz süß irgendwie. So ein Tja! Dann hoffen wir mal, dass das nicht... Doch, es ist leider auch rot. Oh Mann, oh. Naja, gut. Sie muss halt mit ihrer Schwester jetzt mitziehen. Dann haben wir halt so ein paar kleine rote Strähnen im Haar, die nicht ganz so auffällig leider sind, wie bei den etwas helleren Haaren. Aber egal. Ich glaube leider auch, das war's hier schon. Mehr gibt's da nicht. Aber wo ich den Eiswürfel gerade schon mal in der Hand habe, machen wir nochmal das da. Da haben wir sie. Die ersten Hinweise, dass wir ihre kleine Schwester haben. Den Body finde ich halt auch total schön. Dann müssen wir eigentlich ja nur noch das hier umbinden. So ein leichtes Strandtuch. Im wahrsten Sinne ein Hauch von nichts. Es ist ja wirklich einfach nichts. Also warm hält es definitiv nicht. Es bedeckt eigentlich auch nichts. Es ist einfach nur Deko. Oder es ist einfach nur da. Ja, man kann es eigentlich im Prinzip auch überall, ne? Man könnte es auch so um die Schulter oder so quer oder um den Kopf, um die Haare. Ist da flexibel einsetzbar, würde ich mal sagen. Aber auf dem Bild war es, glaube ich, um die Hüfte. Ja, die Schuhe relativ schlicht. Ich würde mal sagen, das hier vielleicht so oben rum. Sie könnte es natürlich auch als Bauchtasche tragen. Aber das finde ich ein bisschen stylischer. Okay, geht halt mal gar nicht. Vielleicht kann ich auch einfach so machen und dann nimmt sie das so um den Arm. So kann sie es ja auch tragen. Und hier haben wir die erste Challenge bestanden. Wir sehen auch Badeanzug pink, Schuhe pink, Badeanzug gelb, Schuhe gelb. Das hier trägt sie um die Hüfte. Sie hat das um die Schultern. Und jetzt checke ich auch, das Muster, was hier drauf ist, ist wahrscheinlich das Muster hier. Und das auch von ihrem Badeanzug. Ich finde es krass, weil ich finde es jetzt nicht so mega eindeutig, weil die nicht so extrem gleich aussehen. Aber super. Jetzt haben wir auf jeden Fall sie und sie. Ich meine, wenn es so weitergeht, wäre das natürlich mega. Dann hätten wir sie, sie und sie brauchen wir ja eigentlich. Das wird total cool. Wobei ich aber sagen muss, Hauptsache irgendeine andere. Nicht nochmal die gleiche. Dann bin ich schon glücklich, wenn wir eine andere bekommen. Im besten Fall natürlich die Flamingo Lady. Dann wird das so ein richtiges Traumvideo, wenn ich das wieder schaffe. Ich meine, manche Videos sind ja schon mal ganz gut gelaufen, ne, für mich. Wenn ich zum Beispiel nur Goldkugeln oder sowas hatte bei den LOLs. Also, ja, das war schon nicht schlecht. Oder bei den Claudies, wo ich auch total viele passende gefunden habe. Das war auch ganz cool. Also manchmal habe ich echt Glück. Und manchmal hast du Glück, dass du mich findest. Sola, dich habe ich nicht gefunden. Bei dir wusste ich schon, dass du drin bist und wer da rauskommt. Oh, du hast mich also bewusst gekauft. Ja, ich habe dich sehr bewusst gekauft. Und ich habe auch jeden von euch gekauft, damit ich auch jeden einmal zeigen kann. Ach, dann war das ja doch nichts Besonderes. Klar ist das was Besonderes. Jeder von euch ist was Besonderes. Ihr seid so unglaublich schön verschieden. Ich mag das. Ja, das mag ich auch. Ach, und Zanzi? Ja?
Wenn das Baby dann jemand haben will, dann nehme ich das zur Not. Ja, das sagst du jetzt noch. Noch, solange es nicht schreit. Muss immer abwarten, was später passiert. Am Anfang sieht das immer noch süß und knuffig aus, aber das ist sehr viel Arbeit. Ja, ich habe ja sonst zur Not auch noch Fee, die kümmern sich bestimmt auch gerne. Ich nicke erstmal vorsichtig. Ich weiß nicht genau, ob du weißt, worauf du dich da einlässt, aber ich glaube schon, dass es eine schöne Erfahrung für dich wäre. Also, ich weiß gar nicht, wem ich jetzt die Daumen drücken soll. Soll ich jetzt die Daumen drücken, dass wir eine Schwester finden, oder soll ich die Daumen drücken, dass wir keine finden, damit Sola das Baby bekommt? Hier! Ich werd Mama. Okay, Sola, wir warten mal ab. Vielleicht wirst du ja Pflegemama. Huhu, wunderbar. Oje, ja, jetzt könnt ihr entscheiden, wem ihr die Daumen drücken wollt. Na, ob wir eine neue Schwester brauchen, also eine richtige Schwester oder eine Sola. Tja, was ist wohl besser? I don't know. Oh oh. Nein. Ach Mann, wie ärgerlich ist das denn? Jetzt habe ich ja gar keine Lust hier mehr, das auszupacken. Jetzt, oh, ich habe sie doppelt. Gibt's auch gar nicht. Na gut, jetzt haben wir Zwillingsschwestern. Das ist natürlich ganz schlecht. Ganz schlecht. Also das ist jetzt das Blödeste, was hätte passieren können, dass wir eine doppelt haben. Ich habe es eben noch gesagt, ne? Ich hätte es wahrscheinlich nicht sagen dürfen, weil sobald man sowas sagt, hört das Universum immer nur doppelt. Es hört ja nicht keine doppelt, sondern es hört nur doppelt. Und dann macht es das doppelt. Das sollte ich mir merken. Ich muss dann sagen, Hauptsache eine neue. Ich habe es falsch formuliert im Kopf. Und ich habe auch an nichts gerubbelt. Das war natürlich auch schlecht. Ich hätte an irgendwas rubbeln müssen. Dann kann ich mich ja jetzt eigentlich im Grunde beeilen. Wir packen das schnell aus. Und dann kann ich gleich Sola erzählen, dass sie jetzt Mama wird. Oje, oje. Das kennen wir ja schon. Ach, aber sie ist schon schön, ne? Ich hätte aber einfach gerne nochmal eine andere gesehen. Vor allem ist das natürlich blöd, ne? Wenn man die wirklich einfach sammeln möchte, die Puppen. Und dann... ja, hat man das. Und eine kostet ja auch schon 20 Euro. Und 20 Euro im Angebot hat sie gekostet, ne? Oh, ich habe hier gerade, ich habe das dreckige Glas. Ich versuche einfach mal ganz kurz was. Ich versuche mal, ob ich sie theoretisch hier auch wieder reintunken kann. Ich meine, es ist halt immer noch total heiß, das Wasser. Sie wird danach wahrscheinlich sehr dreckig, eklig aussehen. Aber ich glaube, ich mache das so, dass wenn ich sie hier rausgeholt habe, dass ich dann einfach das Wasser wegbringe und sie dann nochmal ganz kurz klar abspüle unterm Wasserhahn, weil dann müsste das ja eigentlich auch gehen und wir wissen ja eh schon, wie sie aussieht. Was macht ihr denn eigentlich, wenn ihr irgendwie so eine doppelt habt? Findet ihr das schlimm? Ich habe das ja jetzt zum Beispiel bei dem LOL-Event auch mitbekommen. Da hat ja jeder, der dort vor Ort war, der hat ja was gewonnen und es gab auch noch so diese Goodie-Bags, also diese kleinen Tütchen, die man am Ende bekommen hat und da war ja auch immer noch eine Kugel drin und da hat man dann natürlich auch gesehen, dass die Kinder dann auch die Kugeln ausgepackt haben. Und da hatte ich dann so, ah, die habe ich schon, die habe ich doppelt. Da habe ich mir versucht, so, ja, wollt ihr nicht tauschen? Willst du nicht mit ihr tauschen und so? Und das wäre so eine coole Idee. Ich bin total dafür, dass wir echt mal eine LOL-Tauschbörse in live machen, wo wir uns dann irgendwo treffen und jeder bringt seine doppelten LOLs mit und ja, möglichst vollständig natürlich. Kann dann halt gucken, ob jemand anders vielleicht tauschen will. Das finde ich so spannend und so cool. Das wäre so eine tolle Sache, wenn das hier vielleicht mal klappen würde. Du wunderschöne Ding. Wir haben dich leider schon. Ich bringe sie jetzt mal kurz weg, wasche sie einmal ab und dann bin ich gleich wieder da. Okay, hier ist jetzt ein zweites Mal. Nicht komplett angezogen. Hier sieht man auch noch die Haare. Dass das so lange zu sehen bleibt, das finde ich ist schon außergewöhnlich. Auch die anderen, das sieht man auch überall noch. Vielleicht sollten wir mal Sola rufen, oder? Sola? Ja? Was denn? Was denn? Was denn? Ich glaube, du ahnst es schon, oder? Okay, ich geb's zu. Ich habe gelauscht. Ja, das ist ja gut. Dann weißt du ja schon, dass du jetzt Adoptivmama wirst. Ja! Endlich! Ein Lebensinhalt! Willst du mir sagen, du hattest keinen Lebensinhalt? Du bist doch ein Star, dachte ich. Ja, natürlich. Aber noch einer. Wo ist es denn? Wo ist es denn, das Baby? Hier, das ist die Kleine. Ah, ganz wie die Mama. Was? Okay. Sie hat aber noch keinen Namen. Sansi, vielleicht sollten wir das die Zuschauer entscheiden lassen. Ja, das finde ich eigentlich eine gute Idee. Also wir brauchen einen Namen für das Baby. Für Solas neue Adoptivtochter. Sansi, schrei bitte nicht so laut. Du machst die Kleine ganz nervös. Jetzt geht's aber los. Ich gehe hier mal lieber aus dem Licht. Das ist ein bisschen hell für die Babyaugen. Ich bin schließlich eine verantwortungsvolle Mama. Nicht schlecht, Sola. Die denkt schon weiter. Ja, also von den dreien, würde ich ja sagen, die fand ich ja eh schon total schön. Jetzt habe ich sie halt doppelt. Denk mal, davon werde ich auf jeden Fall eine in die Pakete reinpacken. Und bei den beiden habe ich natürlich echt super Glück gehabt. Freut mich, dass ich wenigstens so einmal die Challenge bestanden habe. Man muss ja schon sagen, ich habe die Challenge ja trotzdem bestanden. Ich habe sie halt nur nicht perfekt bestanden. Okay, dann öffne ich nochmal ein paar Briefe. Ich sehe hier gerade, der ist von Jennifer. Oh, da hinten sind ganz viele LOLs drauf. Und der Brief ist aus Linz. Bitte immer noch nichts zuschicken. Und sie hatte ja noch vorne aufgeschrieben. Dieser Brief braucht nicht lange und es ist nicht so viel drin. Bitte gleich öffnen. Da steht noch 2.5.
Ja. Das hat ja gut geklappt. Ich hoffe, da ist nichts drin, was schlecht werden kann. Oh nein, der ist hier total festgeklebt. Oh nein, der war hier voll festgeklebt. Da kann ich gar nichts gegen machen. Ja, es geht natürlich nicht, ne, wenn ihr sagt, mach den sofort auf. Ich meine, jeder will das. Jeder würde sagen, mach das sofort auf, der ist ganz gut. Deswegen kommen natürlich alle Briefe nacheinander. Also, hallo Tanzi. Ich heiße Jennifer und bin 11 Jahre alt. Ich schaue gern deine Videos. Ich mag LOL und Playmobil und Polly Pocket. Ich habe leider kein Haustier und Schwester. Ja, Schwester habe ich auch nicht. Manchmal spiele ich... Nein, was spielt sie? Marie denn? Irgendwas mit meinem Papa. Meine? Ich weiß leider nicht, was du spielst. Hashtag fragt Tanzi. Könntest du mir von Polly Pocket öffnen? Und könntest du mich und meine beste Freundin Michelle bitte grüßen? Und bleib so, wie du bist. Klar, ganz liebe Grüße an dich, Jennifer, und auch an deine Freundin Michelle natürlich. Da ist noch eine Zeichnung. Oh Gott, jetzt muss ich irgendwie raten. Music Cat. Cat-Note? Stimmt das? Hier ist aber noch mehr drin. Es ist noch gar nicht zu Ende. Kleine Überraschung, bitte vorsichtig öffnen. Oh Gott, ich glaube, da ist irgendwie irgendwas schon schief gegangen. Wahrscheinlich, weil es schon länger da ist, ne? Befürchte, ich muss das hier einmal aufschneiden, oder? Ich weiß nicht, was das mal war. Ich glaube, es ist nicht mehr das, was es am Anfang mal war. Guck mal, seht ihr das? War das mein Herz vielleicht? Es ist auf jeden Fall irgendwie auseinandergegangen. Oh no. Ich habe wirklich alles versucht. Ich habe ganz vorsichtig versucht, es zu öffnen. Aber ich glaube, es ist gestorben. Ich muss es beerdigen. Ich weiß nicht, was es war. Ich glaube, es war vielleicht mal Schleim. Tut mir so leid. Es ist verendet in dem Brief. Es ist meine Schuld. Überraschungstüte. Tüte? Fangirl. Überall diese Hinweise. Da hat sie aber alle Hinweise rausgehauen, die sie bisher hatte. Das ist wie Tesafilm benutzt. Ich muss das leider aufrupfen, sonst komme ich da nicht dran. Oha. Ah, das ist ja ein Schwimmreifen. Oder? So ein Schwimmreifen für die LOLs. Gehört der zu einer? Ich weiß das gar nicht. Kenne ich überhaupt nicht, so einen Schwimmreifen. Cool. Dankeschön. Ah, hier habe ich noch einen Brief von Mali. Ich habe gerade ein ganz schlimmes Glitzerproblem. Hilfe. Es sieht vorne sehr schön aus. Hier ist ein sehr schön gemaltes Auge übrigens drauf. Und das Einhorn ist auch schön. Und da oben die Wolken auch. Und hinten ist auch nochmal sehr cool gemalt. Aber es kommt so viel Glitzer raus. Weiß mir gerade gar nicht zu helfen. Oh Gott. Die ganze Couch ist voll. Okay, ich versuche mal die Sachen so einzeln hier rauszukriegen. Ich glaube, das ist der Übeltäter. Ich glaube, da ist ganz viel Glitzer drin. Ich kann schon mal zeigen, hier steht für dich ein paar Sticker. Und es ist einfach alles voll geglitzert. Es kann natürlich sein, dass sie das hier mit Glitzer bedingst hatte und dass das Glitzer natürlich jetzt innerhalb von diesem Jahr sich wieder abgelöst hat. Und deswegen sieht es jetzt so aus. Oh Gott, ich weiß nicht, wohin damit. Ich habe den Brief gefunden. Liebe Zanzara, ich heiße Mali und bin 9 Jahre alt. Ich liebe deine Videos. Ich gucke sie immer mit meiner Mutter. Am liebsten mag ich LOL. Ich habe sehr viele. Ich habe 3 OMGs. Neonlicious, die beiden von den 70 plus Surprise. Ah ja, ich weiß. Insgesamt habe ich 21 LOL. Ich mag es dir zuzuschauen, weil du auch so tollpatschig wie ich bist. Ich liebe Tiere über alles. Ich auch. Meine Lieblingstiere sind Hunde, Lamas, Löwen, Hasen, manche Katzen. Ja, stimmt, manche Katzen sind nicht so nett. Delfine und so weiter. Mag ich auch alle übrigens. Meine Lieblingsfarben sind rosa, pink, lila, blau, türkis, gelb, hellgrün. Also eigentlich alles, oder? Ich mag dich sehr. Am liebsten wäre ich auch zum Pupsi-Event gefahren. Oh Gott, das ist auch schon wieder so lange her, ne? Oder zum LOL-Event. Nein, das war ja jetzt gerade. Vielleicht warst du ja da. Warte mal, habe ich für eine Mali unterschrieben? Ich weiß es nicht genau. Hier habe ich ein Bild gefunden. Auch alles eingeglitzert. Ein pupsendes Einhorn. Es hat einen Regenbogen gepupst. Yay. Und hier hinten steht drauf, was, vom 8.3.? Hä? Das kann ja gar nicht sein. Wie ist denn der so weit weggerutscht? Oh mein Gott. Ich mag es zu malen. Ich liebe Ariana Grande. Hab dich lieb, ich bin Löwe und habe am 14.08.2010 Geburtstag. Oh, dann hattest du gerade Geburtstag. Yay! Dann wünsche ich dir natürlich alles Liebe nachträglich zum Geburtstag. So, das habe ich im Briefumschlag gefunden. Ein Stift. Okay, ein Stift und ein Seestift. Ah, den sehe ich schon wieder in meiner Playmobil-Kulisse. Sehr gut. Hier geht's noch weiter. Hier steht auch noch was. Kannst du mir ein Autogramm zurückschicken? Ich habe alles bereitgestellt. Okay, da muss ich gleich mal gucken. Kannst du meine Mutter grüßen? Ja. Sollte ich dich nicht vielleicht auch grüßen? Warte mal, doch, da steht noch was. Also, erstmal ganz liebe Grüße an dich, Mali, natürlich. Und auch an deine Mama. Hier sind noch ganz viele kleine Geschenke drin. Also, da kommt noch ein bisschen was. Kannst du die neuen Barbies aufmachen? Oh Gott, das ist ja auch schon wieder viel zu lange her. Die haben Haare, die man austauschen kann. Die habe ich bestimmt aufgemacht, oder? Und der Badeanzug ist schön. Es gibt auch Fantasy Friends, die pupsen, glitzern und die Verpackung sprüht Glitzer, den man in den Slime machen kann. Okay, die habe ich geöffnet. Ich gehe in die 3. Klasse. Ich bin im Chor und im Hip-Hop. War ich auch beides. Ich bin ja im Chor. Ich singe vor der Schule am Mikro All You Need Is Love. Jetzt hast du bestimmt schon wieder was anderes. Kannst du die LOL Toys
aufmachen. Die Tiny Toys meintest du wahrscheinlich, ne? PS, ich komme aus Bremen, wohne aber in Offenbach. Offenbach. Bremen ist ja mal gar nicht so weit entfernt, ne? Theoretisch von Hamburg. Ah, entweder oder Fragen. Moment, ich mache erstmal die anderen Sachen. Boah, jetzt habe ich hier zweimal Surprise aufgemacht. Alles wieder voller Glitzer. Ich muss das richtig vorsichtig machen. Einmal das hier. Das ist wahrscheinlich... Ach so. Ich habe wieder keinen, der mir das zumacht. Doch, Manu. Hier wieder ein Armband, was einmal geflochten ist. Von den Farben her super schön. Hier hat sie sogar Zanzi geschrieben. Kann ich mir leider auch nicht umknoten. Mann, ich kann immer nur so einen einfachen Knoten, weil sonst kriege ich den danach nicht mehr ab. Ich kann nur mal zeigen, so ungefähr würde es aussehen. Ah, Mann, wie geht denn so eine Flechttechnik? Das muss mir irgendwann mal jemand zeigen. Und ich glaube, das ist ein bisschen wahrscheinlich zu groß. Oder das kriege ich locker rüber. Aber es fällt wahrscheinlich auch locker wieder ab. Aber so mit Pailletten, auch nicht schlecht. Kriege ich das hier auch so provisorisch einmal rum? So, alles einmal festgezurrt. Und noch eine Überraschung. Oh mein Gott. Familie Hauser. Hä? Das ist ja krass. Die ist ja noch komplett neu, oder bin ich doof? Das ist ja krass. Dankeschön. Ihr sollt mir doch nicht euer Spielzeug schicken. Wenn ihr mir selber was bastelt, ist immer noch was anderes. Um Gottes Willen. Alles voller Glitzer. Im Video öffnen. Sorry, dass es vielleicht zu viel ist. Es ist nicht zu viel. Es ist nur ein bisschen viel Glitzer. Das heißt, ich muss gleich erstmal saugen. Ihr wisst doch, ich muss doch mal aufpassen wegen der Kleinen. Die Katzen, die lecken an allem. Heute hat Ohana so komisch rumgeröchelt. Ich glaube, die hat sich irgendwie verschluckt und ich war schon ganz panisch. Ich so, ah, was ist los mit der Kleinen? Boah, eine ganze Armee Washi-Tapes. Die sind ja super schön. Die benutze ich immer für meine Briefe. Steht auch Entschuldigung wegen meiner Rechtschreibfehler. Ein Regenbogen. Von den Fantasy Friends habe ich Honeyband und Shelly Scarlet. Oh, sie malt auch gerne Augen. Habe ich auch immer gerne. Glitzernde Glocken und ein Schmetterling-Anhänger. Ja, noch mehr Seesterne. Ganz viele Kleinigkeiten. Ich weiß gar nicht mehr. Hilfe. Buchstaben. So, Buchstaben. Ich glaube, das war jetzt alles, was ich gefunden habe. Aber ich glaube, du hast keinen rückfrankierten Briefumschlag dazugelegt, oder? Wenn ich das richtig sehe. Manu, so viel drin, das war nicht dabei. Entweder oder Fragen. Los geht's. Kino oder DVD? Tja, momentan wohl eher DVD. Normalerweise Kino. Essen oder trinken? Ja, ich brauche irgendwie beides. Essen? Wobei wichtiger eigentlich trinken. Schoki oder Kekse? Das ist einfach. Kekse. Schoki oder Chips? Wenn ich Kekse habe, dann Chips. Aber wenn ich keine Kekse habe, dann lieber Schoki. Brezel oder Pizza? Gott, das kann ich gar nicht vergleichen. Pizza? Brezel finde ich aber auch super. Pink oder lila? Lila. Glitzer oder Sand? Sand? Am besten echter. Mit Meer. Einhorn oder Meerjungfrau? Ich muss jetzt Einhorn sagen, weil Sola ist da. Herz oder Stern? Herz. Hund oder Katze? Naja, Katze. Ich habe halt Katzen, ne? Hashtag fragt Tanzi Fragen. Magst du Pizza? Ja, ich habe mich eben schon für Pizza entschieden. Magst du Blumen? Ja, ich liebe Blumen, aber ich kann sie leider nicht hier reinstellen, weil meine Katzen die essen. Magst du Einhörner? Klar, wer mag keine Einhörner? Magst du Lego? Ja, finde ich gut, finde ich nur doof zum Aufnehmen, weil man da so lange dran baut. Und das ist schwierig zum Aufnehmen. Kannst du mich grüßen? Das habe ich schon gemacht. Übrigens bin ich in der 3B. Kannst du die Klasse 3B von der Eichendorfschule grüßen. Da bist du jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Aber wir grüßen trotzdem die Eichendorfschule am besten, die ganze. Vielleicht bist du ja wenigstens da noch. So, das war's. Das war echt viel. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Falls es euch gefallen hat heute, dann lasst mir gerne ein Däumchen da. Und falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren und das Glöckchen aktivieren. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Glitzerndes Tschüss.